Das sind Claudia und Tabea. Beide haben dieselbe solide Ausbildung und viele Jahre Berufserfahrung. Beide machen dieselbe wichtige Arbeit. Sie sind Erzieherinnen in Kindertagesstätten. Doch Claudia verdient wesentlich weniger Geld, hat weniger Urlaubstage und geringere Aufstiegschancen als Tabea. Wie kann das sein? Warum soll Claudias Arbeit wesentlich weniger wert sein als Tabeas? Ganz einfach. Claudias Kita hat keinen Tarifvertrag. Sie gehört nämlich einem kleinen freien Träger. Der bestimmt Claudias Gehalt ganz alleine und bezahlt in der Regel wesentlich weniger als Kitas mit Tarifvertrag. Claudia und Tabea finden das nicht richtig. Beide sind doch tolle Frauen. Sie verdienen für ihre wichtige Arbeit die gleiche Wertschätzung. Die GEW setzt sich für eine gerechte und sichere Bezahlung bei freien Trägern der Kindertagesbetreuung ein. Wir vertreten die Interessen von Erzieherinnen und organisieren eine breite Protestbewegung. Denn Erzieherinnen verdienen mehr. Mach mit! Weitere Infos mit Gewinnspiel auf www.gew.de/tariflohn für alle.